Klaus zu Bumblebee, ist es ein Weitersprung. Ja, ich meine, stimmt. Bumblebee, ja, Bumblebee, Bumblebee. Ich meine, das ist ja nicht irgendjemand, das ist ja nicht irgend so ein Decepticon, es ist Bumblebee, ja? Verdammt nochmal, Bumblebee. Ja, ich meine, wie geil ist das? Also, was hast du gedacht, als ich Anfrage kam? Und dann schreibt sich jemand von Paramount aus, dann würden ja, dass du Bumblebee sprichst. Ich habe mich natürlich mega gefreut. Ich dachte halt nicht wirklich, dass ich spreche im ersten Moment. Also, ich hätte es trotzdem gemacht, weil ich Transformers mag, aber ich dachte halt, ich mache irgendwie Hallo, Piep, Piep, Boop und vielleicht ein paar Radiogeräusche. Aber es ist ja die Vorgeschichte und da quatscht Bumblebee tatsächlich eine Menge. Und ist sehr lustig und ja, voll Bock auf die Rolle gehabt. Das klang so, als würde Lissi mit der Maschinenpistole hinterstehen. Mach's ruhig ein bisschen lockerer. Ich meine, wie geil ist das? Meine Fresse, Bumblebee! Ja, Mann. Nein, wirklich, ja. Hat mich sehr gefreut. Wie ist das denn für dich? Du hast ja sonst eher so Sachen vor der Kamera in Sachen Sketchen und so weiter zu machen. Jetzt bist du ja im Endeffekt jemand, der haucht einer virtuellen Figur das Leben ein. Stimme ist ja wirklich super wichtig, aber du bist dann halt sozusagen in der Tonkabine, machst dann wahrscheinlich manche Takes irgendwie 4, 5, 7 Mal, bis die irgendwie sitzen. Ja. Wie ist das denn für dich, diese Synchronarbeit? Ja, ich fand's total cool, weil ich da auch schon immer sehr Bock hatte. Also ich habe so als Kind natürlich auch versucht, so Synchronstimmen nachzumachen und auch in meiner Y-Titty-Zeit immer so, wir haben viel einfach so Spaß mit Synchronstimmen gehabt, aber es nie wirklich professionell gemacht. Und ja, dann kam ich da ins Studio rein und mein Synchronregisseur war einfach mal Tobias Meister. Den kennst du definitiv von der Stimme auch. Einfach Brad Pitt, Robert Downey Jr., Meister Yoda und Darth Maul und viele mehr. Und der hat mir einfach sehr viele Tipps gegeben, wie das so geht. Und ja, hat voll Bock gemacht. Also es ist anders. Man kann natürlich viel weniger mit dem Körper machen, muss wesentlich mehr mit der Stimme machen. Ja, mal gucken, wie es funktioniert hat. Ich sehe den Film ja heute auch zum ersten Mal. Aber andererseits kenne ich auch viele Leute, die eben sagen, gerade bei Synchron ist das so, dass du eben sehr viel mit dem Körper machst. Ich weiß zum Beispiel, als Benedict Cumberbatch den Smaug gesprochen hat bei den Hobbit-Filmen, gibt es ja auch dieses Video, wo er sozusagen auf dem Tisch rumscrollt, weil er wollte halt seine Stimme wirklich so vom Gewicht her machen, dass er eben dann auch dann dementsprechend am Kriechen ist, wenn er am Kriechen ja, ist. Ja, ja. Und auch die Kollegen Axel Schaden und Ralf Schmitz haben mir gesagt, eben bei den magischen Tieren, dass sie zum Teil auch irgendwelche ganz wilden Sachen machen, ja, um versuchen, so ihrer Stimme mehr Gewicht irgendwie zu geben. Aber ich weiß jetzt nicht, ob okay, das jetzt irgendwie so zwingend da nötig ist, weil der ist ja eher gechillt. Der ist jetzt ja nicht so, dass er jetzt... Okay, der ist schon aufgedreht auf jeden Fall. Und ja, ich habe es auf jeden Fall bei diesen Action-Szenen habe ich es gemacht. Da bin ich auch mitgerannt. Aber ich wusste halt jetzt auch nicht, wie weit ich gehen kann. Es war ja so ein neues Game für mich. Aber es ist gut, dass du es sagst. Beim nächsten Mal wälze ich mich auch über den Boden. Ich mag ja sowas. Was würdest du denn sagen, ist so der besondere Reiz bei Transformers? Es ist ja nicht irgendwie ein Franchise, es ist ein riesen Welterfolg irgendwie. Ja, es ist natürlich irgendwie halt auch so eigene Kindheitserinnerungen und ja, also natürlich einfach cool, Teil von sowas riesig, also so was Gigantischem zu sein, was so weltumspannend ist. Also das ist man ja jetzt irgendwie... als deutscher Schauspieler ist es ja irgendwie doch was, wovon man auch träumt. Also irgendwas mit Hollywood zu tun zu haben und irgendwas mit sowas Großem zu tun zu haben. Und Transformers kennt, glaube ich, einfach gefühlt jeder auf der Welt. Bist du früher auch dann schon mal in den Filmen selber, hast du die angeschaut oder war das eher so ein Genre, wo du eben sagst, es ist weniger so dein Interesse? Es war vor allem das Interesse von meinem Bruder, weil ich habe mit ihm den ersten Transformers geguckt und ja, natürlich als Kind halt. Also ich selber durfte keine Transformers haben, aber ein Kumpel von mir hatte einen. Und mit dem habe ich dann immer gespielt. Warum nicht? Was haben die Eltern dagegen gehabt? Ja, die meinten irgendwie, Lego ist besser. Da lerne ich mehr. Okay. Was gibt's denn Neues von dir? Ich meine, deine Serie Alman läuft, glaube ich, ganz gut. Almania läuft super, ja, ist jetzt die meistgeguckte Comedy in der ARD-Mediathek. Also das ist natürlich mega. Ja, und ehrlich gesagt, ich mache gerade vor allem das. Also Almania ist halt eine Sitcom und super viel Arbeit. Also ich schreibe mit, ich spiele Frank Stimpel und ja, das ist echt eine Menge.
Wie würdest du denn momentan so die Situation einschätzen? Also es gab ja diese goldene YouTube-Zeit, wo auch Waititi, glaube ich, groß geworden ist. Ich glaube, wenn man es heute versuchen würde, also ohne den Namen, dass es, glaube ich, ungleich schwieriger ist, als zum Beispiel schon vor 10 Jahren, wo das eben alles noch ein bisschen Neuland war und man eben mit einer coolen Idee dann auch diese Reichweite bekommen hatte, wo du jetzt wahrscheinlich viel mehr verstrampeln musst. Also was würdest du so sagen, wie hat sich diese ganze Community da irgendwie online so weiterentwickelt in den letzten 10 Jahren? Also ich glaube, so als wir angefangen haben, war es einfach noch mehr so Rock'n'Roll. Es gab kein Business. Also es war einfach mehr oder weniger, ja, wir waren halt 3 Jungs, die Bock hatten, irgendwie was kreativ zu machen und haben das dann hochgeladen. Und daraus ist natürlich dann was entstanden, aber es war alles sehr wild. Also so wilder Westen, businessmäßig. Und jetzt ist es, glaube ich, professioneller. Also es gibt halt ganze Infrastruktur, Managements etc. Und das hat sich so nach und nach, glaube ich, dazu entwickelt. Ja, und dann natürlich hat sich auch der Content an sich verändert. Ne? Also jetzt bin ich quasi der Millennial, der halt sagt, man filmt doch eigentlich quer. Und ja, also die Inhalte sind noch schneller geworden, noch schnelllebiger. Ja. Wie frei kannst du denn dann deine Sachen für Almania zum Beispiel gestalten? Also ist das wirklich so, dass du da auch wirklich dann volle kreative Freiheit hast? Oder gibt es da irgendjemanden, weiß ja glaube ich Teil von Funk ist, also öffentlich-rechtlich, der dir dann reinquatscht und sagt so, nee, das machen wir aber so nicht? Also theoretisch wäre das möglich, aber wir haben da ein sehr cooles Team. Also es ist wirklich sehr auf Augenhöhe. Wir diskutieren natürlich über Sachen. Es ist mit dem SWR zusammen, nicht mit Funk. Aber wir haben da inhaltlich sehr viel Freiheit. Ich glaube, das sieht man auch, wenn man die Serie guckt. Also die traut sich sehr viel, glaube ich, für eine öffentlich-rechtliche Comedy. Und ja, aber für mich war tatsächlich der Wunsch lustigerweise eigentlich eher, nicht in diese schnelllebigere Welt zu gehen und noch mehr auf Hochkant und noch mehr auf Short, sondern eher was Längeres zu machen, weil es irgendwie schon immer auch ein Traum war. Also angefangen mit Waititi habe ich wegen Shoot is Manitou und Monty Python, Austin Powers und jetzt halt selber eine Serie machen zu können, eine Comedy-Serie, die auch länger ist, ist natürlich mega. Aber du machst noch weiterhin diese Clips irgendwie, einmal im Schwimmbad, einmal im Büro, einmal, keine Ahnung, überall. In der Dusche. Also wo nimmst du da deine Ideen her? Also quasi wie kriegst du da sozusagen diese ganzen sag ich mal, irgendwie, sag mal, Eingebung, dass du sagst, jetzt mache ich mal was dazu und naja, man sieht, wie das funktioniert. Ich lebe ja in Deutschland. Das reicht eigentlich aus. Wenn man in die Sauna geht, dann kann man alles beobachten, was der Allmann so in der Sauna macht zum Beispiel. Das heißt, du nimmst schon aus dem realen Leben auch dann wirklich Beispiele, ja, die du gesehen hast, wo du sagst, das muss da mit rein. Ja, ich beobachte viel und gern. Was würdest du sagen, was war so das Krasseste, wo du gesagt hast, ey, Alter, da muss ich jetzt was zu machen? Das Krasseste, naja, die Sauna auf jeden Fall, weil ich auch selber einfach Sauna sehr mag, das war sowas, wo ich irgendwann gemerkt habe, okay, das ist wirklich, weil die Deutschen lieben natürlich einfach Regeln und Sauna hat sehr viel mit Regeln zu tun und als ich dann irgendwann so eine Sauna-Etikette gelesen habe, wo sie meinten, Mikrofaserhandtücher sind nicht erlaubt, weil die nicht genug Schweiß aufnehmen, dann habe ich gemerkt, okay, dazu muss ich ein Video machen. Da gibt es Bedarf. Sehr gut. Und noch abschließend, was würdest du den Menschen mitgeben? Warum sollen sie sich Transformers One angucken? Also was macht diesen Film auch vielleicht für dich so einzigartig? Außer, dass du jetzt sagst, hey, ich spreche da Bumblebee. Ja, also das ist natürlich ein Riesenargument. Der Film ist super lustig. Also es ist ja, ein geiler Humor. Ich finde, es ist halt so back to the roots, also mit dem komplett animierten Style. Es ist was komplett Neues. Und die Geschichte ist auch wahnsinnig episch. Also es ist echt ein richtiger, ein epischer Film. Okay, vielen Dank. Wunderbar. Ja, danke auch.